So, ich mache jetzt noch mal ein kleines Video, mal ziemlich kurz. Aber ich denke mal, das wird heute lange gehen, weil ich wieder diese Katze habe, diese Quellgeistkatze, ne? Der Orangene. Ne, und weil der ist schon wieder so ein bisschen anschmiegsam hier, der alte Hirsch. Der alte Jimmy Hirsch. Ne? Und ja, und zwar folgendes Raketensortiment, das ist das Match One. Ist eigentlich, das sind eigentlich fast, also da, was heißt fast, das sind eigentlich dieselben Raketen wie in dem Tiger Rocket Raketensortiment mit 18 Stück, was ich ja auch schon habe. Und das werde ich jetzt mal auspacken, weil da sind, glaube ich, auch ein paar Stäbe irgendwie hier oben abgebrochen, weil die Raketen irgendwie hängen da drinnen. Ich zeige euch erst einmal kurz die NEM 900, ne Quatsch, 690 Gramm. Also, das ist schon ziemlich viel, also für die, sind das überhaupt, für die, keine Ahnung, für die 12 Raketen. 690 Gramm, also bei 700, ist extrem viel. Ja, also, weil die sind ja auch ziemlich gut, sag ich mal. So, jetzt werde ich das Ding erstmal aufmachen irgendwie. Ich muss mal gucken, wie, weil mit einer Hand filmen, mit der anderen arbeiten, geht halt scheiße. Ja, also ist schlecht. So, nee, ich mach das mal hinten auf, weil das ist einfacher. Wir gucken uns die mal an und dann mal gucken, wie das dann mit Silvester bei mir wird, weil ich wohne in diesem hässlichen Scheiß Sachsen, wo das Feuerwerk eigentlich verboten ist. Ne? Dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das überhaupt alles managen, also wie wir das backen. Ne? Weil ich habe keine Lust, dass dann die Polizei kommt und uns dann auf den Sack geht. Ne? Also diese Staatsdiener. Aber mehr kann ich nicht sagen, weil sonst kriege ich einen Strike von YouTube. Ja, und das muss nicht sein. Müssen wir mal schauen. Ja, aber das sage ich euch dann doch mal in dem Unboxing-Video, was wir dann am 30. machen. Da zeigen wir unseren Gesamtbestand. Ne? Also, und dann müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, wie die Lage ist, ob da auch andere mit rumknallen. Da kann man ja mit raus. Aber wenn man dann alleine dann draußen bis rumknallt, wird es dann auch scheiße. Da macht man sich auffällig und dann rufen die besorgten Leute die Polizei, hier die knallen rum, weil es eigentlich verboten ist und darauf habe ich halt ehrlich gesagt keinen Bock. So. So, sorry wegen dem Wackeln. Der Raketenkopf ist locker. Muss ich da mal ankleben ein bisschen. Fällt anscheinend der Kleber, aber die ist verdammt schwer. Also. So, machen wir noch mal eine. Müssen mal gucken hier. Die sind alle irgendwie im Kocher. Die Eier geschrumpft, wenn ihr das sehen könnt hier. Ja gut, weil es ist halt immer so eine Sache, wie die halt gelagert werden. Also das ist in den Klammen. Laden, dann ist das halt irgendwie dann auch nicht so schön. Aber ich muss sagen, die sind doch nicht schwer. Die wiegt fast gar nichts hier. Was ist da ein bisschen Hüllraum drin? Schau noch mal so eine blaue mal kurz raus. Mal gucken, wie die ist. Ne, die sind aber von der Verarbeitung sind die eigentlich top. Also kann man wirklich nichts dran aussetzen. Also, die sind eigentlich gut. Die sehen bald so aus wie die alten Raketen damals in den 90er Jahren. Die wurden also verarbeitet. Auch ein ordentlicher Raketenkopf drauf. Also hier die Plastikkappe. Die sieht eigentlich makellos aus. Ich weiß nicht. Aber auch leicht, also die, weiß nicht, die wiegen fast gar nichts. Styropor Leuchtkugeln mit drin. Das war der Brüller. So. Also hier könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, wenn ihr noch den Nerv dazu habt. Ihr habt da eine deutsche Beschreibung mit drauf, sind halt in F3, ne? Abgabe an Personen, bla 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 bla. Unter 18 Jahren verboten, wie bei uns. Ja, die NEM Match One heißen sie. Ja, und so sollten die eigentlich aussehen. Schleppt es noch dann so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fällt aber noch eine.
3, 6, 8, 11. Also, die sehen dann so ähnlich aus, sage ich jetzt mal. Also, ich habe ja die Videos schon mal gesehen im Internet. Also, die sind schon so ähnlich wie kleine Kugelbomben halt. Sorry, wieder ans Mikrofon gekommen. Oh, so. Gut, habt ihr nochmal einen Gesamtüberblick und dann passt das. Güti und bis zum Unboxing am 30. und dann erkläre ich euch das nochmal, wie ich das dann mit dem Zünden mache halt, ne? Weil, habe ich ja gerade gesagt, warum. Ne? Und ja, Güti ihr Lieben, dann bis zum 30. und ciao. Zum Unboxing.